Willkommen in Gelsenkirchen, liebe Zuschauer. Heute wollen wir in der Veltins Arena Spitzenfußball sehen. Heute freuen wir uns auf das Spiel FC Schalke gegen Bayer Leverkusen. Schauen wir noch mal kurz auf die zwei Spieler, die heute den Unterschied ausmachen könnten. Beides absolute Topspieler. Auf die wird es ankommen. Vorchecking, das ist natürlich eine ihrer wichtigsten Strategien. Ja, und das beherrschen sie richtig gut. Da haben sie genau die richtigen Spieler. Da stimmt die Physis, das Spielverständnis. Aber das ist auch sehr kraftraubend, wenn du so spielst. Aber sie können das natürlich sehr, sehr gut. Und da sehen wir die heutige Aufstellung von Bayer Leverkusen. Sie agieren heute ziemlich offensiv, würde ich sagen. Auch wenn sie nominell nur eine Spitze aufbieten, da kommt einiges aus dem Mittelfeld nach. Und jetzt geht's hier los mit dem Anstoß durch die Schalker. Burgstaller. Sie rücken schön nach, bieten sich an. Einwurf Schalke. Nabil Bentaleb. Da können sie erstmal klären. Volland. Super dazwischen gegangen. Klasse Zuspiel. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Jetzt haben sie den Ball verloren. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Bender. Brandt. Lars Bender. Und jetzt vielleicht die Leverkusener. Jetzt müsste mal eine zündende Idee kommen. Naldo ist da, gut gemacht. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Jetzt könnte der Pass kommen. Bender! Den trifft er nicht richtig, daher überhaupt kein Problem. Lars Bender jetzt. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Bender. Brandt. Schalke mit dem Einwurf. Omar Mascarell. Lars Bender jetzt. Bender. Volland. Lars Bender. Billy! Und diesen Ball hat er sicher. Klasse vom Torwart. Burgstaller. Tolles Zuspiel. Gute Aktion. Da schießt er. Richtig gut vom Torwart. Den hat er sicher. Brandt. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Aranguiz. Schönes Zuspiel. Hereingabe. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Gut gespielt. Ball geht nach außen. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Brandt.
Da geht er weit am Tor vorbei. Wendell. Sehr gute Passquote hat er heute. Auch der Ball kommt an. Und da ist der Ball wieder weg. Omar Mascarell. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Brandt. Mit dem Ball hat er gar keinen. Chance vertan. Die Kugel ist weg. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Brandt. Bentaleb. Burgstaller. Freistoß für die Schalker. Keine Schwierigkeiten hier bei diesem harmlosen Versuch. Brandt. Weiser. Sie warten ganz geduldig auf ihre Chance. Vielleicht müssen sie das Tempo aber auch noch mal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Können sie jetzt einen Angriff aufziehen? Da kommt der Pass. Das ist das erste Tor dieser Partie und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja, Riesenjubel bei den Fans, bei den Spielern. Ein wichtiges Tor. Schalke hier noch kurz vor Ende der ersten Hälfte mit dem wichtigen Treffer. Definitiv, Wolf, sieht man ja auch bei den Spielern. Die sind jetzt schon heiß auf Durchgang 2. Jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Schalke 04 liegt in Führung. 2 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Volland. Und das ist der Ballverlust. Zur Pause steht es 1:0. Ein knapper Vorsprung, der für die zweite Hälfte alle Möglichkeiten offen lässt. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Ja, kurz vor der Pause hat er sie in Führung gebracht. Das war natürlich extrem wichtig. Eine sehr gute Aktion von ihm. Wir steigen ein in Durchgang 2 hier in der Feldins Arena. Lars Benders Pass wird abgefangen. Und er gewinnt den Zweikampf. Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Burgstaller. Toller Pass. Gefährlich. Gut. Da geht der Ball ein gutes Stück übers Tor.
Bender. Wendell. Da wäre vielleicht Platz für Leverkusen. Fairer Einsatz hier. Nun Vorland. Köpft den Ball, weiter gefährlich. Brand mit dem Anspiel, ja, den können sie abfangen. Rahman Baba. Bentaleb. Es gibt Einwurf, Ball ist draußen. Gibt hier Vorteil für Schalke. Der Freistoß, klare Sache. Jetzt will man mit dem Wechsel nochmal neue Akzente setzen. Insbesondere in der Offensive wäre das nötig. Sie liegen zurück. Bentaleb. Weiser. Aranguiz. Jetzt Vorland. Wendell. Flanke jetzt. Der Torwart faustet den Ball weg. Klasse. Billy. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Klasse Aktion gerade. Er verhindert den Ausgleich. Nee, den kriegt der Keeper. Super dazwischen gegangen. Die Gäste werden wechseln. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Vorland. Vielleicht jetzt mal Bayern 04. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Er gibt Elfmeter für Leverkusen. Sehr gut. Der Unparteiische spricht zunächst mit ihm. So muss es sein. Er geht auf die Spieler ein, sagt aber trotzdem ganz klar, was Sache ist. Und das ist wirklich fair. So weiß jeder Spieler ganz genau Bescheid und ist sich der Konsequenzen bewusst. Den Elfer nicht rein. Der Torwart zur Stelle und hält das Ding. Klasse gemacht. Gute Chance, klar. Aber sie machen gar nichts aus diesem Elfmeter. Schönes Zuspiel. Da kommt die Hereingabe. Aber es kommt kein Mitspieler an den Ball. Caligiuri. Er nimmt ihm den Ball ab. Gut. Das sah gut aus bis hierhin, aber jetzt haben sie den Ball verloren. Aranguiz. Bender. Und da ist der Ball wieder weg. Er entscheidet auf Freistoß für Schalke. Es wird einen Spielerwechsel geben. Buschi, und zwar bei Bayer Leverkusen. Und schauen wir mal, wie sich diese Umstellung auf dem Rasen auswirkt.
Und die Fans geben jetzt noch mal richtig Gas. Es sind nur noch ein paar Minuten zu spielen. Und nach wie vor steht hier kein Sieger fest. Eine ganz enge Kiste. 6 Minuten haben wir hier noch. Lars Bender jetzt. Bender. Aranguiz. Sven Bender jetzt. Gute Idee. Versucht den Doppelpass. Das sah nach einer Verwarnung aus. Keine gute Aktion. Er zeigt ihm die gelbe Karte. Foul war's und dann geht auch die Karte in Ordnung. Oh, hier sieht man es nochmal ganz deutlich. Die Grätsche war alles andere als optimal. Keine andere Option für den Referee. Freistoß kommt in den 16er. Jetzt Sven Bender. Lars Bender. Da zieht er ab. Jetzt gibt's den Endspurt. 3 Minuten Nachspielzeit. Von Bianca. Omar Mascarell. Bentaleb. Von Bianca. Von Bianca. Chance lebt noch. Das war's. Die Gelsenkirchener setzen sich hier durch und gewinnen diese Partie. Sie gewinnen das, obwohl sie weniger Ballbesitz hatten. Ja, und da sind wir dann wieder bei der Geschichte mit diesen Statistiken. Es kommt ja auch darauf an, was man am Ende aus dem Ballbesitz macht. Und da waren sie dann effizienter. Er hat heute wirklich gut gespielt, Buschi. Er dürfte zufrieden sein, hat hier das Siegtor erzielt und insgesamt einen tollen Auftritt abgeliefert.